Thema ist Algen, Algen, Algen. Warum ich niemals Chemie gegen Algen verwenden würde. Eigentlich einfach beantwortet, weil ich es niemals machen würde. Nee, das ist Symptombehandlung. Ja. Das heißt also auf Deutsch, wenn ich da am System nichts verändere, bestehen große Chancen, dass ich nach einer Zeit die Algen wiederbekomme. Selbst wenn die Chemie in der Lage ist, die Algen erstmal zu beseitigen. Ja, und also ist im Prinzip wurscht, welche Alge. So, jetzt kommen wir eigentlich zu meinen Lieblingsalgen. Und zwar zu den Rotalgen. Ja, also im Wesentlichen sind mir in den Aquarien, kenne ich eigentlich nur zwei Rotalgen, und zwar einmal die Bartalge und den Klassiker und den Albtraum aller Aquarianer, nämlich die Pinselalge. Die Bartalge, wahrscheinlich die meisten von euch kennen sie, also zumindest schon mal gesehen, das ist so eine drahtige, lange, grau-braun, sogar teilweise ein bisschen ins Lila gehende Alge, also je nachdem, die kommt in allen möglichen Farben vor. Und die ist also wirklich ziemlich dick, drahtig, hart, teilweise verzweigt. Ja, und die fühlt sich, ja, wie soll ich das, wie Draht an. Ja, die fühlt sich auch wie Draht an. Und die braucht man üblicherweise nicht zu behandeln. Nämlich, weil ich kenne sie eigentlich ausschließlich aus der Einfahrtzeit. Ja, das ist eine Alge, die hin und wieder mal, die ich also ganz, ganz selten auch mal in der Einfahrtzeit hatte. Aber wie gesagt, ganz seltener Fall. Und während des laufenden Betriebs nach der Einfahrtzeit, eigentlich ist mir das überhaupt nicht bekannt oder kann ich mich nicht erinnern, sie da jemals gehabt zu haben. Gibt aber Aquarien, da ist das so, kommt also auch im längeren Betrieb schon mal Bartalgen vor. Aber auch dann liegt ein Ungleichgewicht vor. Ja, und zwar auch meistens etwas mangelnde Aquarienhygiene. Ja, sorgt man dafür, dass also der Filter dann wieder frei atmen kann, eventuell auch ein bisschen drosseln, kümmert sich mal ein bisschen um die Hygiene beim Bodengrund, dann sollte die Bartalge also auch im laufenden Becken ohne Probleme nach einer gewissen Zeit von ganz alleine wieder verschwinden. So, aber der hartnäckigste Vertreter unter den Algen, den also, ich sag mal, sehr viele Aquarianer kennen, und aufgrund derer auch sehr, sehr viele Aquarianer das Hobby aufgegeben haben, ist halt die Pinselalge. Und diese Pinselalge zeichnet sich dadurch aus, dass sie also auch nicht einheitlich im Auftreten ist. Ja, die tendiert von grau bis, also über braun, grün, also grünlich bis hin zu fast schwarz. Ja, aber relativ einheitlich ist, dass sie nur relativ kurz wird, ja, und sich häufig von Blatträndern aus anfängt auszubreiten oder vielleicht noch eher anfängt am Filterauslauf. Ja, das ist eigentlich so der Startpunkt, da fängt die Alge meistens an, ja, am Auslauf des Filters. Für mich schon alleine ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass das ein Filterproblem ist. Das hat sich auch während meiner langjährigen Praxis eigentlich genauso bestätigt. Also die Pinselalge ist eine Alge, die man wirklich nur sehr, sehr schlecht wegkriegt, wenn man nichts an seinem Aquarium verändern möchte. Mein schlimmstes Pinselalgen-Aquarium, das war so voll Pinselalgen, dass also sämtliche Wände, also Glasscheiben, außer Frontscheibe, die habe ich immer sauber gemacht, aber auch Seitenscheibe, Rückwand, Dekorationsmittel und, und. Also ein durchgehender schwarzer Samtteppich war. Ja, das sah in der Wasserbewegung, sah das natürlich echt geil aus. Das sah richtig geil aus, ne? Aber kein gutes Zeichen fürs Aquarium. Ja, damit verdient man sich keine Lorbeeren. Mit Pinselalgen sammeln. Und da habe ich damals gedacht, das Aquarium, was so schlimm aussah, das wollte ich sowieso zum Meerwasserbecken machen. Ein Teil meiner Aquarienanlage sollte dann
noch für Meerwasserfische abgetrennt werden. Und genau dieses Becken war also auch dabei. Und da habe ich mir einfach gedacht, bin so irgendwie, gut, lassen wir sie dran. Die gehen im Salzwasser doch eh kaputt. Ne? Ja, also nein, sie sind nicht kaputt gegangen. Nicht kaputt gegangen, nicht im Meerwasser. Also es ist unglaublich. Ja, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Die ist nicht einmal im Meerwasser kaputt gegangen. Okay, also woher kommt die Pinselalge? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, man kann die Pinselalge, die kriegt man nicht weg, die muss man chemisch behandeln. Ich sage, die kriegt man genauso weg wie jede andere Alge auch. Man braucht da überhaupt keine Chemie zu für. Ja. Klar, es gibt natürlich Leute, die behandeln die mit diesem Carbo-Zeug, ja, also Glutaraldehyd. Das ist eine Behandlung, die sogar funktioniert, wenn man damit nicht übertreibt. Ja, wenn man aber damit ordentlich rangeht und starken Besatz mit Pinselalgen hat und da öfter dran muss, dann ist die Chance groß, dass man auch die Pflanzen beeinträchtigt. Ja, weil dieses Glutaraldehyd halt auch in den Stoffkreislauf der Pflanzen eingreift. Allerdings bei sehr moderater Verwendung von dem Zeug, da fällt das nicht so ins Gewicht, also da merkt man das nicht. Aber trotzdem nur eine Symptombehandlung. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, Pinselalgen mit Wasserstoffperoxid. Um Gottes Willen kann ich da nur sagen, lass die Finger von solchen Empfehlungen. Ja, das geht fürchterlich schief. Das ist also, ja, also da kannst du auch Chlorreiniger reinschütten. Da ist, naja, wollen wir es mal jetzt nicht übertreiben. Auf jeden Fall, man kann die Pinselalge eigentlich sogar recht einfach beseitigen, wenn man bereit ist, an seinem Aquarium Grundlegendes zu verändern. Meine Erfahrung geht dahin, dass die Pinselalge schwerpunktmäßig in stark überfilterten Aquarien zu finden ist. Ja, also die Theorien von wegen Eisen wäre Ursache für Pinselalgen, kann ich ganz klar sagen, das kann nicht stimmen. Ja, weil dann hätte ich damals in vielen Aquarien, wo ich Pinselalgen hatte, keine hätte haben dürfen, weil da kein Eisen reingekommen ist. Ja, Verkaufsanlage zum Beispiel. Da ist kein Eisen reingekommen. Ja, also da kann Eisen nicht die Ursache sein. Aber auch ohne Eisenzugabe sind Pinselalgen jederzeit reproduzierbar. Ja, also es ist kein Thema, ein Aquarium so zu gestalten, dass es Pinselalgen kriegen muss. Ja, kann ich im Prinzip theoretisch jedem beweisen, habe aber keinen Bock darauf. Ne, also Eisen als Ursache für Pinselalgen ist Unsinn. Was ich nicht ausschließe, ist, dass hoher Eisengehalt in pinselalgengefährdeten Aquarien die Pinselalge etwas begünstigen könnte. Ja, das schließe ich nicht aus. Aber Eisen als Ursache für die Pinselalgen schließe ich absolut aus. So, also was können wir denn jetzt dagegen tun? Ja, ich meine, ich habe ja schon ein Video speziell über Pinselalgen gemacht und ich habe ja gerade auch schon eine Ursache dafür genannt. Und zwar ist das eine starke Überfilterung. Ja. Auch eine leichte Überfilterung reicht schon. Aber Ursache ist starke Filterleistung mit kleinem Volumen. Ja, das ist Ursache für Pinselalgen. Da braucht noch nicht mal ein großartig starker Besatz im Aquarium sein an Tieren. Aber wie gesagt, starke Filter, zu starke Filter bei zu kleinem Filtervolumen. Ja. Also ein Innenfilter bringt noch leichter Pinselalgen als ein großvolumiger Außenfilter oder ein extrem langsam arbeitender externer Kammerfilter zum Beispiel oder interner Kammerfilter. Ja, also wenn ich hingehe und vergrößere das Filtervolumen massiv, ja, und verringere die Durchflussleistung ebenfalls massiv, ja,
Das kann unter einmal Beckenvolumen pro Stunde runtergehen. Ja, wenn ich da noch drunter gehe, kannst du davon ausgehen oder kann man davon ausgehen, dass es keine Pinselalgen geben wird. Ne? Außer man lässt den Filter dann also auch noch völlig verschlammen, wobei also ein extrem langsam arbeitender Filter mit großem Volumen an Filtermaterial wird nicht so schnell verschlammen. Ja, wenn er denn überhaupt verschlammt. Oder man geht gleich hin und sagt, so, ich mache jetzt Tabula Rasa, ich stelle mein Becken um auf Filterlos oder Diffusionsfilter Light, Diffusionsfilter. Dann kriege ich die Pinselalgen auch ziemlich schnell weg. Ein bisschen unterstützen kann man das Ganze mit meinem Bioaktivator.